Ich habe Sie und Heidi beide heute hergebeten, weil ich etwas Wichtiges besprechen möchte. Ja, Frau Keller? Hier ist Ihre Bestellung, Herr Trabe. Ah, ja, gewiss. Es gab keine Radierer mehr, also habe ich Ihnen mehr Bleistifte gebracht. Gut, vielen Dank, Frau Keller. Wo waren wir? Die Angelegenheit, die ich heute besprechen möchte. Wie gesagt, danke, Frau Keller. Also, ich denke, wir sollten es in Betracht ziehen, dass sich Heidi an der höheren Schule bewirbt. Mit ihren Leistungen hat sie gute Aussichten auf ein Stipendium in Zürich. In Zürich? Das ist ungeheuerlich! Wie bitte? Warum bekommt sie das Stipendium und nicht meine Theresa? Theresa ist eine gute Schülerin. Aber ich habe mich für Heidi entschieden, weil sie großes Interesse zeigt, sich weiterzubilden. Ach ja? Und wer sagt, dass meine Tochter das nicht will? Leider wird pro Gemeinde nur ein Stipendium vergeben. Das schreit zum Himmel, wenn Sie mich fragen. Ich werde mich beschweren. Haben Sie gehört, Herr Traber? Ich melde diesen Vorgang. Melden? Ja, bei der zuständigen Autorität unserer Gemeinde. Das wäre ich. Dann beschwere ich mich eben bei Ihnen. Gut, hören Sie, wenn Sie darauf bestehen, werde ich Heidi und Theresa in 2 Tagen mündlich prüfen und dann erst entscheiden. Hervorragend. Und was genau beinhaltet die Prüfung? Nun, ich werde ein Thema aus diesem Schuljahr abfragen und ich möchte wissen, was die Kinder motiviert. Es wäre ein großes Glück, wenn ich das Stipendium bekomme. Hättest du etwas dagegen, wenn ich in Zürich zur Schule gehe? Diese Gelegenheit darfst du dir nicht entgehen lassen. Ich möchte, dass du tust, was immer dich glücklich macht. Oh, danke, Großvater. Das muss ich gleich Peter und Rico erzählen. Theresa, hör sofort auf zu malen. Schluss mit der Träumerei. Mach dich an die Arbeit. Die Ehre unseres Familiennamens steht auf dem Spiel. Wieso? Peter, Rico, ich muss euch was erzählen. Was denn? Wenn ich in 2 Tagen die Prüfung bestehe, kann ich in Zürich auf die Schule gehen. Hä? Fantastico, Heidi. Aber wo ist Zürich? In der Nordschweiz, an einem großen See. Aber dann lebst du nicht mehr in den Bergen. Ich dachte, das macht dich unglücklich. Ich werde so viel lernen, dass ich gar keine Zeit habe, traurig zu sein. Außerdem komme ich euch doch besuchen. Was machst du so früh auf den Beinen? Guten Morgen, Heidi. Ich wollte Murmeltiere beobachten. Kommst du mit? Oh ja. Ich bin gleich unten und dann gehen wir Rico holen.